Moin moin zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich habe schon ein klein wenig weitergearbeitet hier, ja, Asche auf mein Haupt. Ich glaube aber, wir haben zu wenig Logs soweit. Weil ich trottel ja die ganzen Stämme. Ja, ist doch in Ordnung. Hallo? Weil ich trottel ja die ganzen Stämme hier zu Holz verarbeitet habe. Intelligenterweise, anstatt einmal hier rüber zu hüpfen und ein bisschen Holz da drüben in der Wüste zu sammeln. Aber nun gut, wir kriegen das schon hin. Zumindest so, dass es sicher ist, um die erste Horde ohne Probleme zu überleben, weil ich nach der ersten Horde eigentlich geplant habe, dann in diesen 7 Tagen die Festung da hinten soweit auszubauen. Vielleicht nicht komplett, aber zumindest so, dass ich da eine sichere Unterkunft habe. Ob das Ganze klappt, ich habe keine Ahnung. Ach, der habe ich schon hier. Alles klar. Laufe ich noch mal los. Ich glaube, der Weg ist zu weit für die Nacht, wobei in die Richtung dürfte es klappen. Wir laufen. So. Was soll's? No risk, no fun, heißt es doch immer so schön, ne? Die paar sammle ich noch ein. Was heißt die paar? Hier ist ja mehr als genügend Holz. Wenn ich das so sehe hier, ich weiß gar nicht, warum sich die Leute immer beschweren, oder vielleicht habe ich auch wieder hier nur einen Glückstreffer gehabt, dass es in der Wüste so wenig Holz gibt. Ich meine, klar, ist das nicht vergleichbar mit einem Wald jetzt, wenn man den rodet, aber im Endeffekt hat man hier doch wirklich mehr als genug, um zu überleben. Oder sehe nur ich das jetzt so? Kann ja auch sein, dass ich das jetzt hier als ausreichend empfinde. Es guckt mich an. Es guckt nicht mehr. Ich meine, natürlich ist das hier von dem Holz jetzt nicht ausreichend, um irgendwas Größeres zu bauen. Dafür kommt da eigentlich zu wenig bei rum, aber für eine Erstsicherung ist doch alles schick. Oh, komm. Den habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Also den ersten Schuss, der so volle Kanne daneben ging. Das war ein Bug. Denn ich habe da gar keinen Pfeil abgeschossen. Das war nur so. Das sah nur so aus. Ich bin ja wirklich immer noch nach wie vor gespannt auf das Motion Capture. Ein paar Einblicke konnte ich ja schon gewinnen. Wenn man im Kreativmodus, also in den Debug-Menü, hin und wieder ein Zombies erscheinen lässt. Gerade diese hier sind das. Da sind schon ein paar bei, die wirklich dieses Motion Capture besitzen. Also es scheint zumindest schon teilweise implementiert zu sein. Dass das aber nur auftaucht, wenn man wirklich Glück hat und eine ganze Masse davon spawnt. Okay. Hier hatte jemand Hunger. Das sei jetzt mal so einfach dahingestellt. Also ich denke nicht, dass sie Funpimps geplant haben. Oh, jeder, keine Ahnung, 50. Zombie, der gespawnt wird, hat das Motion Capture. Also das glaube ich weniger. Aber man konnte es zumindest betrachten. Irgendwo habe ich da, glaube ich, auch noch ein Video von. Ich muss mal gucken. Ah, Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Ah, gestern Abend lief einer meiner absoluten Klassik-Favoriten. Habe ihn als Kind geliebt. Die Glücksritter. Mit Dan Aykroyd. Was kann ich jetzt. War das Sigourney Weaver, die da mitgespielt hat? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht.
Und. Sag schnell. Jetzt will mir der Name nicht einfallen. Eddie Murphy. Absolut toller Film. Ich liebe diesen Film. Das würde erklären, warum ich auch ein großer Freund von Kabel 1 Classic bin. Gut, Kabel 1 Classic läuft bei mir eigentlich fast permanent, weil da auch fast permanent die ganzen schönen alten Bud Spencer und Terence Hill Filme laufen. Absolutes Muss für mich. Gibt ja nicht einen Film, den ich da auslassen kann. Führt auch regelmäßig zu Streitigkeiten hier zu Hause. Beziehungsweise nicht mal zu Streitigkeiten, eher zu Meinungsverschiedenheiten. Aber man hört dann immer schön, dass der, oh nee, nicht schon wieder. Ja. Heiligabend wird dann auch wieder so schön. Ich weiß gar nicht, die Folge wird sogar nach Heiligabend erst rauskommen. Heiligabend gibt es dann wieder. Das ist für mich genauso Muss wie zu Silvester Dinner for One. Das ist einfach so. Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Was habe ich mich als Kind über diese Filme schlapp gelacht, aber wirklich beäumelt. Richtig beäumelt. Und es ist immer wieder schön, sie laufen zwar auch so innerhalb des Jahres, das ist ganz klar, aber zu Weihnachten hat das doch noch einen ganz besonderen Flair. Na komm. Jetzt hat er mich sowieso. Freiwillige vor. Noch jemand zum Töten? Gut. Dann machen wir mal eben. Das dürfte reichen. Aber ich höre hier noch was stöhnen. Irgendeiner stöhnt hier noch. Nun gut. Keine Zeit verlieren, es wird langsam dunkel. Und ich möchte da zumindest das bisschen schaffen, weil ich muss damit rechnen, dass in der Nacht ja auch wieder normale Zombies auftauchen und mir dann eine gehörige Menge kaputt machen können. Deshalb lieber nichts riskieren. Und morgen, wenn der Tag denn wieder anbricht, ich habe hier genug gesammelt. Ich werde dann da auch noch dementsprechend ein bisschen mehr sammeln. In der Wüste habe ich ja mehr als genug. Werde ich die äußere Reihe auch nochmal stabilisieren. Sollte ich eigentlich soweit hinkriegen. So, nun aber zurück. Schöner Treffer. Was zu futtern wäre ratsam. Ach, schon fertig. Wunderbar. Wie viel kriege ich hier raus? 400. Na, wenn das nicht reicht. Und wenn morgen der Tag anbricht und ich alles ausgebessert habe, muss ich nochmal in den Wald und ein bisschen jagen. Also langsam aber sicher gehen meine Reserven zur Neige und das finde ich wiederum nicht so toll. In der Wüste verdursten, schön und gut, da kann man mal drüber reden mit dem Realismus. Aber in der Wüste verhungern finde ich dann auch nicht so pralle. Was glaubst du denn, Hase, dass du mir entkommen kannst? Meinst du das allen Ernstes? Ich weiß ja nicht, ob ich da so zustimmen sollte. Oh, ein Sack. Habe ich doch den Sack übersehen? Nee, doch nicht. Oh, noch ein Rucksack. War ich da überall schon dran und habe das liegen gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aha, verdammt. Wir werden ja nicht jünger. Und was leidet als erstes im Alter? Das Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Allgemeingedächtnis. Nicht ganz fair, aber fein. Na, wer kennt den Spruch noch? Kann mir jetzt aus dem Stegreif sagen, wo er herkommt.
Gib einen kleinen Hinweis. Das ist aus einer Zeichentrickserie. Kann man Zeichentrick sagen? Ja, Zeichentrick. Kann man Serie sagen? Naja, so viele Filme, wie es davon gab, könnte man es schon als Serie betiteln. Dürften eigentlich viele von euch kennen. Oh, die habe ich noch nicht. Oh. Ja. Scheiße. Die kommen mal weg. Ich war so ein Kopf, ja, natürlich, ne? Jo. Brauche ich also nicht. Die Juckerfrucht brauche ich auch nicht. Kakteen habe ich mir jetzt genügend vor der Haustür. Oh, ein Bandana. Dafür kommt die erstmal weg. Du kommst mit. Und. Tja. Der Stoff kommt weg. Ich hätte auch die Keule wegschmeißen können. Das wäre genauso ergiebig gewesen. Aber was soll's? Zombie oder kein Zombie? Zombie! War mir ehrlich gesagt jetzt nicht ganz sicher. Hätte auch ein Kaktus sein können. So, dann steigen wir mal wieder in unsere Zuflucht ein. Oh. Kann ich eigentlich das Bandana dazu noch anziehen? Ja, Tatsache. Coole Nummer. Fände ich klasse. So. Wo habe ich denn aufgehört? Da. Ich werde wohl auf der Rückseite auch noch ein bisschen mehr mit Spikes arbeiten. Hier so den Rest auffüllen. Ich habe ja eigentlich mehr als genug. Ich kann damit ja die Nacht voll verbringen jetzt. Aus dem einfachen Grund, von da oben aus kann ich am praktischsten nach vorne aussichern. Und die hintere Seite ist dementsprechend nicht so ganz gut geschützt. So. Und um da nicht ewig und 3 Tage rauszurennen, beziehungsweise mir auf der Rückseite auch noch was zu machen, also lochtechnisch, so. Das war zu früh. Ich krieg's noch hin. Ich krieg es wirklich noch hin. Geht doch. So. Ich könnte zwar hier jetzt ein Loch reinmachen, aber dann ist es immer blöd, so hin und her und pipapo, dann stelle ich mich lieber dahin und deck alles ab, was in diese Richtung irgendwie auf mich zukommt. Wobei, wie gesagt, ich glaube wirklich, ich erhoffe mir, dass ich hier wirklich fast unbeschadet rauskomme. Mal sehen. Vielleicht bin ich mir auch ein bisschen zu sicher und das Ganze wird gewaltig in die Hose gehen. Wir werden es erfahren. Die Klotzen noch, die brauche ich nicht. Die Eier bleiben hier. Die Keulen bleiben hier. Für alle Fälle. Eine Axt bleibt hier. Auch eine Keule. Eigentlich 3 Keulen ist Schwachsinn, aber ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit mitzuschleppen, deswegen lasse ich die erstmal hier. Zur Futter habe ich noch. Das habe ich noch. Das habe ich noch. Nee, es sieht soweit erstmal ganz gut aus. Metall bräuchte ich, also ich müsste sowieso nochmal zurück zur alten, beziehungsweise zur Hauptfestung. Aber das mache ich wohl erst, nachdem die Horde denn da war, weil das eilt jetzt nicht wirklich. Dann kann man weg, vergiss die Trashcan. Ich werde es hier gemütlich haben. Aber ich habe ja noch hier. Fällt mir jetzt gleich das Dach auf den Kopf. Ja, würde ich ja lachen und weinen zugleich.
Ernsthaft? Das bringt nur ein? Nee, zwei. Er lohnt ja der Aufwand fast gar nicht. Nee, die brauche ich gar nicht kaputt machen. Daraus gibt es nichts. Zwischen 1 und 2 ist ja lächerlich. 81 Spikes, damit dürfte ich die Rückseite gesichert bekommen. Das sieht gut aus. Die Leitern brauche ich hier auch erstmal nicht. Eins muss ich ja eben nochmal ausprobieren. Ich bin ja neugierig, ne? Tatsache. Aber so viel Scrap Metal kriege ich nicht zusammen. Um jetzt hier einmal rundherum das Ganze zu machen. Ich könnte natürlich morgen mit der Pickaxe nochmal hier ein paar Steine kloppen. Und das Ganze in ja, Scrap Metal irgendwie umwandeln. Aber will ich das? Hab hier auch noch 5 Dosen, die ich umwandeln kann. Ach nee, das lohnt nicht. So, war ich hier fertig soweit? Eine Tür würde ich hier ganz gerne noch reinsetzen, für den Fall der Fälle, dass sie wirklich hier da hochkommen sollten. Ich bezweifle es, aber man weiß ja nie. Für diesen Fall der Fälle hätte ich ganz gerne eine Tür hier. Ach komm schon, seh zu. Ja, es wird so langsam dunkel. Habe ich nicht noch? Ja, gut. Kann man was machen. Reicht mir erstmal. Ist ja doof. Ja, ich vergesse das immer. Da habe ich noch nicht so mit der Herstellung. Kann man auch gar nicht herstellen. Warum kann man das nicht herstellen? Okay. Sei es drum. Wir verharren jetzt hier und warten auf die Dinge, die da kommen sollten. Und ja, wir sehen uns dann am Morgen wieder, weil in der Nacht werde ich hier nichts machen. Wozu auch? Momentan brauche ich das noch nicht wirklich. Also, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.